Become my blade once more. Ja, moin Leute, ihr habt ja das Intro schon gesehen. Heute geht's um den Malekith-Build. Ja, ich fand sein Schwert halt super interessant, deswegen habe ich mir das einfach mal geholt und das ein bisschen ausprobiert und habe festgestellt, dass das gar nicht so, ja, nutzlos ist, wie ich es tatsächlich erst gedacht habe, weil ich mag, also das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich mag tatsächlich eigentlich so ganz riesige Waffen eigentlich nicht, weil die mir ein bisschen zu langsam sind. Aber irgendwie hat mich das dann doch angemacht, das Schwert, und ja, deswegen habe ich einen kleinen Bild drumherum gebaut. Und ich würde sagen, wir gucken uns kurz an, was ich hier ausgerüstet habe. Zuerst einmal habe ich natürlich Malekith Schwarzklinge, die könnt ihr euch aus der Seele von Malekith zusammenbasteln. Also, ja, da solltet ihr auf jeden Fall drankommen, das Ganze auf 10 gemacht, dann haben wir die nötigen Attribute, 34 Stärke, 12 Geschick, 20 Glaube, macht heilig Schaden und körperlich Schaden. Mehr Körper als heilig, so. Meine Stimme versagt schon wieder. Ja. Was ist so besonders an dem Ding? Erstmal macht das relativ guten Damage und es hat als Fähigkeit den Schicksalstod. Damit macht ihr, also ladet ihr euer Schwert quasi mit der Kraft der Todesrune auf, rammt es dann in den Boden und macht ein paar Schnitte, so ein bisschen Anime-Style. Die verkürzen erstmal den Lebensbalken des Gegners um 10% und machen dann auch nochmal prozentualen Schaden über Zeit kurzzeitig. Dieser Effekt ist, wie ich letztens mitbekommen habe, stackbar. Das heißt, wenn ihr die Blackblade vom Assassinen habt, dann könnt ihr das Ganze kombinieren tatsächlich und 20% hinbekommen an Lebensnachlass. Klingt ein bisschen komisch. Ja, genau, wie gesagt, das macht ihr, das bastelt ihr euch aus Malekiths Seele, macht auf plus 10, dann hat das eine AR mit meinen Werten momentan von 908 Angriffskraft, das denke ich ganz gut schon mal, zweihändig. Dann habe ich mir aber auch den Zauber bzw. das Wunder von Malekith geholt. Wo haben wir es? Da. Die schwarze Klinge. Damit, ja, beschwört ihr quasi eine Astralversion der schwarzen Klinge, macht einen Stoß nach vorne und ja, haut so eine Lichtwelle raus, steht hier so schön beschrieben. Und die macht halt quasi auch prozentualen Lebensschaden über Zeit. Das Ganze könnt ihr zweimal direkt hintereinander machen. Ist ein ziemlich cooler Start für einen Kampf, wie ich finde. Braucht da 46 Glaube für, ebenfalls aus der Seele von Malekith. Falls ihr noch nicht wisst, es gibt ja diese komischen Schildkröten-Tempel, die durch die Gegend laufen. Die könnt ihr, ja, zum Einsturz bringen, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise ihr müsst halt an den Beinen, da sind so weiße Stellen, die müsst ihr kaputt hauen. Und irgendwann kommen die dann runter, da könnt ihr in den Tempel rein und dort könnt ihr im Prinzip dann auch, ja, Bossseelen verdoppeln. Und das habe ich halt mit Malekith-Seele gemacht, deswegen habe ich hier beide Sachen. Genau, wenn ihr die beiden Sachen habt, dann holt ihr euch noch das Siegel des Erdenbaums. Das bekommt ihr ganz simpel in Carrion Manor, ne, in Volcano Manor, genau, sowas. Genau, dafür portet ihr euch erstmal zur Kirche der Kerkergemeinde. Ganz entspannt. So. Ich sehe gerade, ich habe 300.000 Seelen, die sollte ich kurz ausgeben. Genau, dann geht ihr hier raus, einmal nach rechts. Ups, hängen geblieben. Dann könnt ihr den Dude in kaputt hauen. Ihr seht, das Schwert macht ordentlich Aua. Also ich beschwöre mir mal eben kurz hier meinen kleinen Gefährten. Ihr seht nämlich, da steht schon ein Kollege. Und damit ich nicht aus Versehen draufgehe, was eigentlich nicht passieren sollte, weil ich natürlich OP bin, beschwöre ich mir kurz meinen Dude. So, auf geht's nach unten. Zack. Zack. So, dann komm mal ran. Okay, der war schwächer als erwartet. Ja, dann müssen wir nach da oben hin. Einmal hier hoch, während meine Mimik weiterfightet. Ich mach mal Licht an, damit ihr was seht. So. Und hier hinten in der Ecke, an der Leiche, ist dann auch das Erdenbaumsiegel.
So, der nächste Punkt auf unserer Liste ist die Rüstung. Die bekommt ihr ebenfalls. Nachdem ihr Malekith besiegt habt, geht ihr einfach zur Fingerleserin in der Tafelrundenfeste. Genau, die ist hier, Tafelrundenfeste. Geht dazu den zwei Fingern. Einmal nach links. Bei mir ist, schon keinen Bock mehr, aber das macht nichts. Und genau, hier seht ihr schon Malekiths Helm. Holt euch einfach die ganze Rüstung, dann seht ihr auch so aus wie Malekith. Weiter geht's im Gefecht. Ja, der erste Talisman, den wir uns holen werden, ist der Drachengroßschild-Talisman. Den bekommen wir in am Hallichtree. Hallichbaum. Hallichtree. Ich habe auch wieder einen weg. Da müssen wir dann zum... Na, wo sind sie? Abwasserkanal. Genau, hier ankommen müssen wir dann im Prinzip hier runter. Hüpp. Dann folgen wir hier weg. Ich bin schon länger kein Elden Ring mehr gespielt. Zeit mir, wenn ich ein bisschen planlos hier manchmal bin. So. So ein bisschen gefangen gerade in Diablo Immortal, auch wenn es ein ziemliches Pay-to-Win-Spiel ist gerade. Genau. Dann sind wir auf dem Kirchendach. Und ihr müsst im besten Fall hier so ein bisschen in der Ecke. Gewemst. Da seht ihr schon unten, da sind ein paar fiese Dreckschweine. So, der nächste. Ja, erstmal treffen. Hallo? Dankeschön. Genau, und hier in der Kiste ist der Talisman. Genau. Das nächste Objekt unserer Begierde ist der Leinwand-Talisman der Herde. Der verstärkt die Wirkung von Anrufungen deutlich, da unsere Black Blade, also unsere Anrufung hier oben, Moment, da, die schwarze Klinge, links, eine Anrufung ist, wird das natürlich auch verstärkt von dem Dingen. 8% ist jetzt nicht viel, könnt ihr später austauschen mit was anderes, aber ich habe es erstmal mitgenommen. Dafür müsst ihr nach Kellet. Und dann haben wir hier, hier, die Kirche der Seuche. In dieser Kirche ist eine Dame, die befallen ist von der Scarlet Rod. Da müsst ihr im Prinzip hier zur Hütte hin, Gowrys Hütte. Der wird euch sagen, ey, wir brauchen eine goldene Nadel. Die findet ihr hier. Wenn ihr, da ist so ein Boss, den müsst ihr besiegen. Wenn ihr es geschafft habt, habt ihr die goldene Nadel. Die bringt ihr wieder zurück zu Gowrys Hütte. Dann müsst ihr einmal im Lagerfeuer rasten und ja, der gibt euch die im Prinzip mit, damit ihr, ah, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, irgendwas mit M, egal, damit ihr die Dame in der Kirche heilen könnt, die ist hier. Nachdem ihr das gemacht habt, ja, dann müsst ihr ihre Quest quasi ein bisschen weiter verfolgen. Ich glaube, als nächstes taucht sie tatsächlich da, Aussichtszüge des Erdenbaums auf. Da könnt ihr ein paar Mal mit ihr quatschen, ihren Dialog erschöpfen. Dann müsst ihr ihr eine Prothese der Valkyrie holen. Die findet ihr hier in der Burg. Und zwar genau hier in der Ecke. Da müsst ihr hin, da ist die Prothese. Da. Wenn ihr die habt, geht ihr wieder zu ihr zurück, gebt ihr die und dann geht es im Prinzip weiter mit ihrer Quest. Dafür müsst ihr dann als nächstes da oben hin zum Windmühlendorf. Und hier den Boss fertig machen hier oben. Da könnt ihr sie auch summonen zum Helfen. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr wieder mit ihr quatschen. Wieder Dialogoption ausschöpfen. Als nächstes findet ihr die Dame bei... wo war's? Genau, hier. Bei den Ruinen des Urschneetals. Da wird sie dann rumlungern. Genau, da wird die hier stehen. Ungefähr. Wieder Dialogoption ausschöpfen. Ja, als nächstes findet ihr sie dann am Hallichbaum, beziehungsweise erstmal im... Na, wo ist es denn? Da, im Gebetsraum. Nach dem Gebetsraum findet ihr sie wie dann quasi, ja, kurz vor den Abwasserkanälen. Und da müsst ihr ihr bei ihrer Quest helfen. Ich kann mal kurz zeigen, wo das genau ist. Im Prinzip müsst ihr dann mit ihr zusammen ihre Schwester am Platt machen. Bevor ihr das machen könnt, müsst ihr vorher noch einen Boss legen. Wenn ihr das gemacht habt, dann erscheint an dem Ort, wo ich drauf war, erscheinen zwei Summon Signs. Einen Moment. Guck mal kurz entspannt dahin. Das sind Viecher. Aber mit dem Black Blade, kein Problem. Black Blade, ha. Genau. Einfach hier runter. Und dann da vorne in diesem Rot-See wird dann ein Boss erscheinen, den müsst ihr platt machen. Danach kurz am Lagerfeuer rasten und wieder hierhin zurückkommen. Und dann müssten hier zwei Summon Signs sein.
Da könnt ihr entscheiden, ob ihr helft oder nicht, beziehungsweise ob ihr dann gegen sie agiert. Wenn ihr das geschafft habt, dann müsst ihr nochmal neu laden. Sie wird euch dann die goldene Nadel zurückgeben. Die könnt ihr dann wiederum bei Malenia, also nachdem ihr Malenia besiegt habt, an ihrer Blume das dann einsetzen. Und dann könnt ihr zu Gori zurückkehren und euch im Prinzip auch den Talisman holen. Der müsste dann tot da rumliegen oder verzweifelt sein oder so. Und dann könnt ihr euch den Talisman holen. Genau. Das nächste Ausrüstungsstück ist die Schärfe von Alexander, ebenfalls ein Talisman. Ja, dafür müssen wir wieder eine Quest machen. ich habe Kapitelmarken hier drin, nur so als Hinweis. So, dafür müssen wir erstmal Radanplot machen. Nachdem wir den Plot gemacht haben, finden wir direkt neben dem Site of Grace Alexander, den müssen wir anquatschen. Nachdem wir das getan haben, müssen wir im Prinzip hier hin. Genau, hier wird dann Alexander wieder rumhängen, den müssen wir wieder anquatschen, Dialogoptionen ausschöpfen. Danach wird er beim Feuerriesen zu finden sein, den könnt ihr als Hilfe rufen oder auch nicht. Das bleibt dann euch überlassen. Und als letztes sehen wir ihn dann nochmal in Farum Azula. Da müsst ihr dann im Prinzip beim Drachentempelaltar einmal anhalten, den ganzen Weg hier rumlaufen, bis zum Drachentempelaufzug. Dafür braucht ihr dann auch 2 Steinschwertschlüssel, genau. Den ganzen Weg hier und hier müsste dann ungefähr der gute Alexander rumhängen. Ja. Ich werde hier auch nochmal einen Link unten einfügen, damit ihr es nochmal genauer verfolgen könnt. Aber ich wollte das halt jetzt nicht nochmal zeigen, weil ich hatte das schon in den letzten Videos gezeigt. Ich werde hier eventuell auch nochmal ein Video verlinken. Ja. Der letzte Talisman, den habe ich im Prinzip gewählt, das ist der Talisman des Ziegenbocks, der verstärkt das Gleichgewicht. Den habe ich gewählt, weil unsere Weapon Art nur ein begrenzter Armor hat. Wie heißt es nochmal? Super Armor, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Egal, auf jeden Fall werden wir da sehr leicht rausgeholt und das verstärkt halt unser Gleichgewicht ein bisschen, unsere Poise und sorgt dafür, dass wir nicht ganz so leicht aus unserer Weapon Art geholt werden. Diesen Talisman bekommen wir in Kellet. Genauer gesagt an der Drachenhöhle. Genau, Drachenhügelhöhle. Da müssen wir zum Site of Grace Gabelung des Drachenhügels. Da teleportiere ich mal hin. Genau. Dann folgen wir den Weg. Galopp, galopp, galopp. Das ist hier ein lustiger Bär, den müssen wir schon angreifen. Geh weg. Das ist schön, wenn man einen gigantischen Waffel und es gibt Damage. Das ist der nächste Bär. Man braucht dich nicht. Licht an. Kurz geguckt, ob der uns verfolgt. Ja, dann ist hier das Site of Grace und in der Höhle am Ende findet ihr dann auch den Ziegen-Talisman, was, ne? Ziegenbock-Talisman, genau. Talisman des Ziegenbocks. Obacht allerdings, hier ist ein ziemlich dicker Bär drin, der auch gut was aushält und ein bisschen Schaden macht. Den könnt ihr entweder umgehen, hier sind ganz viele Büsche, wo drin ihr euch verstecken könnt, oder ihr macht den platt, wenn ihr Bock habt. Das bleibt euch überlassen. Ja, das war es eigentlich soweit zu der Ausrüstung. An Zaubern bzw. Wundern benutze ich tatsächlich nur das Blackblade. Und jetzt ist eure Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt, denn ihr könnt im Prinzip ebenfalls Flamme gibt mir Kraft nutzen, erhöht ja körperlich und Feuer. Und die Weapon Art von uns, die macht halt so ein bisschen Feuerdamage, also ist eigentlich Holy-Feuerdamage, meine ich. Dementsprechend wird das hier nochmal verstärkt. Das gilt auch für das Wunder hier. Das macht auch teilweise Feuerschaden, beziehungsweise Holy-Damage. Und ja, könnt ihr im Prinzip nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt auch goldenen Schwur nehmen noch, um eure Angriffskraft weiter zu verstärken. Ihr könnt aber auch die Beast-Talente von dem Kleriker nehmen. Die kriegt ihr ja, wenn ihr die Todeswurzeln bei ihm abgebt. Genau. Könnt ihr ebenfalls als Ergänzung nehmen. Die sind teilweise sehr schnell und können gut auch die Haltung des Gegners brechen.
Da bleibt, ja, ist eurer Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Ich dachte, der Bild an sich ist halt ganz cool, weil der eine coole Grundlage gibt im Prinzip, die schon relativ stark ist. Und von da aus könnt ihr dann noch weitermachen, wie ihr eigentlich lustig seid, was die Zauber angeht. Und ja, als Summon nämlich immer die Mimic-Tier, ist denke ich klar. Ne, ich meine, doppelt Leben prozentual wegmachen ist immer gut. Vor allen Dingen ist die Imitator-Trainer auch eine gute Ablenkung für uns, damit wir halt von hinten im Prinzip die Weapon-Art machen können, ohne dass wir unterbrochen werden. Das ist nämlich so die größte Schwäche des Builds, dass, ja, wie gesagt, die Weapon-Art kann sehr leicht unterbrochen werden. In der Flasche der wundersamen Arznei habe ich noch Heiligschleierträne, verstärkt kurz Heiligangriffe und Flammenschleierträne, verstärkt kurz Feuerangriffe drin. Werde ich auch ebenfalls unten verlinken, wo ihr die Tränen bekommt. Und ja, den Leinwandtalisman der Herde könnt ihr, wenn ihr mögt, auch austauschen gegen den karianische Filigranwappen. Meine Güte. Genau, das sorgt dafür, dass der FP-Verbrauch von dem Talent nicht so groß ist, weil die Weapon Art doch schon sehr viel FP frisst. Ich weiß gar nicht, steht das hier sogar bei? Da, FP kosten 40 und ich habe jetzt hier 100. Das heißt, ich kann das ganze Ding zweimal einsetzen, dann bin ich im Prinzip schon wieder leer. Dementsprechend sehr praktisch. Ebenfalls ersetzen könnt ihr den, wenn ihr denkt, dass euch das nicht viel bringt. Meiner Erfahrung nach war das schon sehr praktisch. Aber im Prinzip könnt ihr das Ding auch wieder ersetzen durch zum Beispiel den verrottenden geflügelten Schwertinsignie-Talisman. Der erhöht ja die Kraft eurer Angriffsserien deutlich. Da wir ja sehr oft mit unserer Weapon Art angreifen vergleichsweise, könnte das eventuell sogar nochmal helfen. Oder ihr setzt mehr auf Standard-PvE-Gameplay und wollt das verstärken, dann könnt ihr natürlich auch sowas nehmen wie Tuchte Götterskalpe. Oder Kamee der Räuber regeneriert LP beim Besiegen von Gegnern. Ja, soweit, so fertig. Im Prinzip war es das auch mit dem Bild. Ich werde jetzt erstmal wieder... Stopp! Bevor wir wieder auf den Kampf mit Godfrey schneiden, gehe ich nochmal kurz auf die Statusattribute ein. Und zwar sind wir gerade bei Stufe 149 und ich würde empfehlen, also was ich gemacht habe, Kraft 50. Wir brauchen ein bisschen was an Leben, ne? Wir haben ja kein Schild. Dann Geist 16, eine leichte Erhöhung, damit wir nicht so hundertprozentig immer Low FP rumrennen. Kondition 35 ist, denke ich, klar. Wir haben ein fettes Schwert, das verbraucht viel Ausdauer. Dementsprechend brauchen wir ein bisschen was, um das wieder zu kompensieren. Stärke 40, weil der physische Schaden von Malekiths Schwarzklinge skaliert halt am meisten mit Stärke. Dann haben wir noch Geschick, habe ich gar nicht geskillt großartig. Nur so weit, wie es halt notwendig ist für eine Waffe. Weisheit 10, Glaube 50, ist denke ich klar. Wir wollen die Schwarzklingen Incantation natürlich auch nutzen. Und ja, die Weapon Art skaliert quasi fast ausschließlich mit Glaube. Dementsprechend habe ich erstmal Glaube hochgemacht, um die Weapon Art so ein bisschen hervorzuheben. Aber ich würde jetzt auch erstmal weiterhin auf Stärke gehen. Stärke würde ich auf 50 machen, Glaube eventuell später dann auf 80. Das müsste man aber mal ausprobieren. Soweit aber mit Level 149 bzw. 150. Wie gesagt, der nächste Punkt geht in Stärke, sodass wir dann auf Werte kommen von Kraft 50, Geist 16, Kondition 35, Stärke 41, Geschick 18, Weisheit 10, Glaube 50 und Arkanenergie 9. Das war der kleine Einblick in die Attribute und jetzt können wir wieder zu dem Kampf schneiden. Ich werde mich jetzt aber schon mal verabschieden, denn nach dem Kampf ist auch vorbei mit dem Video. Dementsprechend bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr noch Fragen haben solltet, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da bin ich montags, dienstags und mittwochs meistens live gegen 18 Uhr. Und ja, man sieht sich, hört sich. Bis dann. Ciao.
Thy strength befits a crown.